Auf. Kann besser sehen als hören, denn vom Knall bin ich fast taub. Hermannplatz, Domstraße, Palast, Soldiner Kiez. Ich bin echter Berliner und kein Hipster-Freak. Jeder will hier mal Silvester gefeiert haben. Ah, Taschen! Knalltrauma, Feuerwerk, direkt in euer Herz. Herzlich willkommen zum vierten Teil voller Vorfreude auf den Jahreswechsel 2022-23. Der Pyro hier war anscheinend angetan von unseren Batterien. Da vorne seht ihr die Polizei an uns vorbeifahren. Sie wird kurz langsamer, checkt die Lage, sieht, okay, die Jungs haben scheinbar keine Schreckschuss dabei. Dann fahren sie weiter, alles entspannt. Zwei Jungs haben gesehen, dass ich hier in der Gegend in Hohenschönhausen bin, nachdem ich einen kurzen Livestream gemacht hatte. Sie sind vorbeigekommen, um mit mir zu quatschen. Es ist ein sehr cooles, offenes Gespräch entstanden. Sie hatten auch überlegt, noch um 0 Uhr kurz vorbeizuschauen. Ich habe sie dann allerdings nicht mehr gesehen. Es sind aber an dem Abend immer wieder Pyros auf mich zugekommen. Es sind coole Gespräche entstanden und es hat mich wirklich riesig gefreut. So Leute, und jetzt lasst uns einfach gemeinsam diese magischen Momente lange vor 0 Uhr genießen. Es ist hier einfach schon heftig abgegangen mit Batteriefeuerwerk, Raketen und alles, was dazugehört. Aber in diesem Teil sehen wir natürlich auch noch, wie ich selber Batterien zünde von Argento und auch sehr, sehr schöne Raketen von Elgato. Faszination, dieses Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär. Silvester-Feeling legendär. Faszination, dieses Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär. Silvester-Feeling legendär. Die Begeisterung für Feuerwerk wird niemals vergehen. Diesen Funken hat man mir in die Wiege gelegt. Um Feuerwerk zu zünden, ist es niemals zu spät. Ich reich dir die Hand, komm, geh mit mir diesen Weg. Die Jungs aus Hohenschönhausen habe ich noch ganz kurz verabschiedet. Jetzt seht ihr, wie ich richtig schöne Raketen, Salutraketen von Elgato zünde, die es wirklich in sich haben. Danach fahre ich dann mit den Jungs aus Nürnberg und ihrem Sprinter kurz zu mir nochmal rum, ein paar schöne Verbünde und Batterien holen. Und dann kommt ja auch schon der Manager und Highspeed Fireworks dazu und wir drehen hier am Ritz in Hohenschönhausen richtig auf. Okay, jetzt, wie heißt die nochmal? Valador, ne? Von Elgato. Valador. Valador von Elgato, F2 Salut-Raketen in Hohenschönhausen, 21:30. Und die Hut kocht. Verbundbrett. Ich hab alles, Nico, Weko, PGE. Hier wird es jedes Jahr lauter, meine Gegend lebt. In Charlottenburg ist Hotdose, ich raff's nicht. Dagegen ist im Moabit keiner unbewaffnet. In Ost-Berlin wird mit Feuerwerk gut umgegangen. Neukölln 44, mein Zuhause und dein Untergang. Wir sind gefallene Engel, irgendwann um Silvester rum. Es ist Schwarzpulver, das durch unsere Herzen pumpt. Solange es schlägt, verzaubert uns die Kunst. Jeder Tag ein Abend. Valador, der Trueno, sehr schöne Raketen von Elgato, kann ich euch wirklich nur empfehlen. 6 Stück in einer Schachtel für ca. 15 Euro. Damit macht man auf keinen Fall etwas falsch, wenn man auf Salutraketen steht. Es ist jetzt 21:50, ich muss dann demnächst zurückfahren erstmal. Ja. So, und bevor ich noch Nachschub hole und mich dann später mit Highspeed Fireworks und dem Manager treffe, werde ich jetzt noch ein paar wunderschöne Batterien zünden. Genießt es. Wollt ihr nochmal die beiden Schätze zünden, die ich filme? Was haben wir da Schönes?
Oh, die Chaoskometen. Geil. Und dann im Anschluss die Feronia. Alles klar. Wohin? Ja, hier irgendwie, keine Ahnung. Ja. Von der ersten Knallerbse bis zum Funkeverbund. Silvester-Feeling pur, es geht mit uns richtig rund. Ich vermisse es, das Counterkaufrausch atemberaubend. Effekte, Magie, den ganzen Tag nur am Staunen. Die Chaoskometen. Danke dir. Danke. Jo! Verkaufsverbot. 21:30. Leute jubeln jetzt schon bei den kleinsten Batterien, die wir haben. Und das Team bei Fans, Alter. Das war übrigens die Reaktion auf meine Batterien. Das ist typisch für Berlin. Immer wenn ich etwas gezündet habe, was ein bisschen lauter war, ein bisschen heftiger war, dann schepperte es von allen Seiten. Und das weiß ich so krass an Berlin zu schätzen, weil ich glaube, das ist nirgends so extrem wie hier. Als ich mit den Jungs aus Nürnberg wieder am Ritz angekommen war, haben wir natürlich erstmal die Jungs begrüßt, denn Mr. Pyromanager und Highspeed Fireworks und mein Neffe waren dann auch schon da. Wir haben dann erstmal ganz entspannt den Lieferwagen ausgeräumt. Da waren die ganzen Verbünde und Batterien von uns noch drin, haben alles auf einen Haufen gepackt und erstmal begutachtet und sind dann gemeinsam so richtig abgegangen am Ritz. Das war einfach nur herrlich. Da sind die zum Sichern. Jetzt kommt die Terremoto, 36 Sekunden in Berlin-Hohenschönhausen. Hier die schönen Salutraketen. Dann gib mir den Berg und Funke. Und dann sagt er so: Der Manager. Starke Augenringe, weil ich nachts wach war. Keine Zeit mehr für Kompromisse. Abfahrt. Letztes Jahr war Fail, dieses wird umso lauter. Leidenschaft, Feuer, Kunst, Silvester, Zauber. Wir hatten uns alle zusammengefunden und hatten uns natürlich unglaublich vieles zu erzählen. Es war sehr, sehr cool. Allerdings habe ich mir gedacht, ey, komm, es ist nur einmal Silvester, hab mir eine Packung Raketen geschnappt und diese dann auch gezündet. Es waren die Funke-Salut-Raketen, die schwarzen, die wirklich extrem geil sind.
Da ich noch eine Packung von den Elgato Salut-Raketen hatte, dachte ich mir, ich werde die doch direkt mal vergleichen mit den Funke-Raketen. Seht selbst! So, jetzt blende ich euch nochmal ganz kurz die Funke-Salut-Raketen ein. Ich würde sagen, die von Funke waren etwas dumpfer. Welche jetzt aber lauter waren, kann ich wirklich ganz schwer beurteilen, leider. Die sind schon krank, wa? Ja. Jetzt war der Zeitpunkt an Silvester gekommen, wo man wirklich ununterbrochen Batteriefeuerwerk bestaunen konnte. Auf geht's, Julian! Das war der vierte Teil voller Vorfreude auf den Jahreswechsel. Der fünfte wird natürlich noch viel, viel kranker. Ihr könnt euch vorstellen, was hier am Ritz noch so abgegangen ist. Bitte Jungs, lasst ein Like da, kommentiert dieses Video, haut darin und lasst es ordentlich krachen. Silvester rum. Es ist Schwarzpulver, das durch unser Herzen pumpt. Solange es schlägt, verzaubert uns die Kunst. Jeder Tag ein Abenteuer draußen mit den Jungs. Berlin, die Hauptstadt, ist vielseitig wie ein Würfel. In meinem Viertel musst du kämpfen wie ein Ninja Turtle. Kreuzweg 16 Ohren angesprüht an jede Wand. Und an Silvester fängt die Straße zu beben an. Ich miete einen riesengroßen Lieferwagen. Passt da alles rein? Ich hab so viele Fragen. Alle meine Supermärkte haben Spitzenpreise. Ich kauf Feuerwerk und zwar kistenweise.